Ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu Portal 2. Das Spiel, das ich euch jetzt gerne vorstellen möchte, ist der Nachfolger zu Portal und erschien im April 2011. Und es sind wirklich tolle Neuerungen drin in dem Spiel. Es ist eines meiner Lieblingsspiele auch mittlerweile. Und das Spiel habe ich jetzt schon, also jetzt zum zweiten Mal durchgespielt. Das Spiel hat auch 51 Errungenschaften. Da fehlt mir nur noch eine. Ja, ansonsten hat das Spiel einen neuen Modus spendiert bekommen, Koop-Modus, der ist auch ganz interessant. Den zeige ich dann gegen Ende vom Video mit einem Kumpel. Und was das Spiel sonst so an Neuerungen hat, sind hier Extras, zum Beispiel auch Portal 2 Comic ist mit dabei, ein Filmtrailer, das ist eher Nebensache. Einfach hier auch Peabody und Atlas, die beiden. Ja, Hauptcharaktere im Koop-Modus. Da kann man vier Portale insgesamt schießen und dadurch ergeben sich auch ein bisschen komplexere Rätsel. Und seine beiden, ja, hier Peabody und Atlas kann man ja auch ausrüsten, indem man hier, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, das bekommt, so einen Hut. Man kann auch im Shop noch mehr kaufen, aber es reichen auch die beiden, finde ich. Ja, ein Wimpel, den man auch anhängen kann, so eine kleine Fahne, sieht man hier hinten. Und dementsprechend dann so viel dazu. Vor der Community, die können auch, also jedes kann auch selber Test, kann man erstellen, das ist kein Problem und kann man die auch spielen. Das ist dann auch ganz spaßig neben der Story, die wirklich auch gelungen ist. Und darum geht es jetzt nämlich auch gleich. Wir haben hier, wenn wir auf Neues Spiel gehen, die Übersicht der Kapitel. Und GLaDOS aus dem ersten Teil wird reaktiviert und dieser Wheatley hier, den wir hier sehen, ist ein Kern mit diesem blauen Auge hier. Wheatley, wie gesagt, der übernimmt dann im späteren Verlauf die Kontrolle. Das müssen wir dann noch wissen, wenn wir dann jetzt gleich ein Level spielen wollen. Und zwar suche ich da mal eins im Challenge-Modus aus. Und GLaDOS wurde zwischenzeitlich eben in eine Kartoffel, ja, hineingepflanzt, das sehen wir dann auch gleich. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal hier ins Spiel. Viele Level, viele schöne Level auch. Ich spiele jetzt einfach mal eins der fortgeschrittenen Level im Spielverlauf, Propulsion fangen, weil es da auch einige neue Elemente gibt. In einem Kapitel muss ich nur dazu sagen, jetzt lasse ich hier mal gleich laden. In einem Kapitel gibt es dann auch, was die Hintergrundgeschichte betrifft, ein paar nette Infos. Cave Johnson, der Gründer von Aperture Science, dieser Testanlage hier, wo wir uns als Testsubjekt immer noch befinden. Wir spielen nämlich wieder einen weiblichen Hauptcharakter. Der hat die Anlage, wie gesagt, aufgebaut und hinterlässt auch Audiobotschaften. So, hier, das war gerade für den Challenge-Modus die Anzeige und rechts unten läuft, wie gesagt, die Statistik mit. Ja, ganz bekannt aus Portal, sieht noch alles ziemlich ähnlich aus. Hier sehen wir schon an unserer Portal Gun die Kartoffel, das ist wie gesagt storybedingt. Da wurde GLaDOS hineinverfrachtet und hier kommen wir jetzt in die Du Testkammer. lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. So, Es und dieser gibt keinen Wheatley Ausgang. hat wie Kein gesagt Problem, ich die mache einen Kontrolle Ausgang übernommen für deinen Test. und schickt uns jetzt auch durch einige Testkammern. Hier müssen wir uns schicken, hier sehen wir ein kleines Gimmick. Hier ist Peabody zu sehen, ganz kurz. Flüchtet dann zum Ausgang. Bing. Sehr gut, Während weiter unser geht's. Wheatley hier Nachdem ich noch den die Strahl Testkammer ausschalten sollte, wirft. dachte ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. So, das Oh, hier auch aber noch. ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Und hier sehen wir auch eine Neuerung, dieses Zoomen, was ich gerade automatisch gemacht habe mit dem Mausrad. Das ist ganz hilfreich, weil hier wie gesagt können wir dann genau die Portale platzieren. Und was auch neu dazugekommen ist, sind Katapultplattformen. Es ist neu dazugekommen das hier, was wir hier sehen, ein Traktorstrahl. Den müssen wir auch gleich sinnvoll fürs Level ausnutzen, dass wir da den Eingang hier drüben, den Ausgang hier drüben erreichen. Und was neu hinzugekommen ist, sind auch Gele.
Das zeige ich euch dann auch gleich. Jetzt müssen wir hier erstmal das Level am besten lösen. Jetzt ist hier oben so ein Würfel hingefallen. Das heißt, wir aktivieren jetzt den Traktorstrahl, indem wir hier drauf gehen und schießen einfach mal zwei Portale hier hin, dass der Würfel erst da drüben an die Wand verfrachtet wird. Dann können wir den Würfel holen. So, haben den hier, wie gesagt. Das ist von Wheatland Würfel, die normalen Kubus Würfel, die gibt es, wie gesagt, in GLaDOS oder im früheren Verlauf hat sie gegeben. Wheatley hat ein bisschen gewütet, sagen wir so. Ja, hier gleich die zweite Neuerung dann. Die Gele, ich habe es gerade schon mal angesprochen. Es gibt drei unterschiedliche Gelarten. Einmal hier dieses Orangene. Dann gibt es noch Blaues und Weißes. Das Orangene macht einfach das, dass wir hier ordentlich beschleunigt werden. Und das Blaue, da springt man dann extrem hoch. Und das Weiße hat die Eigenschaft, dass wenn man es zum Beispiel hier an die Wand hin verfrachtet, dann kann man Portale schießen, wo sonst eben vorher keins möglich war. Und was wir jetzt machen müssen, ist da rüberkommen natürlich. Das machen wir, indem wir hier den Traktorstrahl erstmal so ausnutzen, um das Gel erstmal hier hin zu transportieren. Und dann das Gel fallen lassen, dass wir hier eine Rennstrecke haben. Die brauchen wir nämlich gleich. Und damit dieser Traktorstrahl dauerhaft aktiviert ist, müssen wir hier, wie gesagt, hier sehen wir auch nochmal das Charaktermodell im Hintergrund, natürlich auch alles verbessert. Ist es so, dass wir den Würfel hier drauflegen und dann müssen wir hier hinschauen, nämlich ein Portal hier platzieren und natürlich auch Traktorstrahl, dass hier drüben der Traktorstrahl so rüber geht. Dann können wir da reinspringen. So. Sind im Traktorstrahl, wie gesagt, haben dieses Level schon gelöst. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Genau. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, unsere... aber... Da hat sich GLaDOS mal kurz gemeldet, die Kartoffel eben. Und hier sehen wir unsere Zielflagge. Hätten dieses Challenge-Level schon beendet. Im normalen Spielverlauf wird es natürlich hier einfach weitergehen, bis man durchgespielt hat. Das, was man im ersten Teil bemängeln konnte, ist wie gesagt die kurze Spielzeit. Die ist jetzt hier relativ hoch mit auf jeden Fall so 10 Stunden. Und auch wirklich nett gemachte Rätsel. Koop, wie gesagt, noch zusätzlich als Bonus dazu, der noch besser ist als der Einzelspielermodus sogar. Und genau den zeige ich euch im Anschluss, was jetzt hier dann gleich ist. Ja, an dieser Stelle sind wir jetzt im Koop-Modus, im Hub. Und hier ich spiele Peabody, mein Freund spielt hier in Atlas. Und das ist das Erste, was wir auch machen können gleich. Gesten können wir hier auswählen. Verschiedene, ein paar müssen wir dann auch im Laufe der Zeit werden automatisch dann freigeschalten. Wir können, was wichtig im Koop-Modus ist, zeigen mit F. Wenn wir da dann länger gedrückt halten, können wir auch einen Timer starten. Und wir können auch mit R so Gesten wie Daumen nach oben machen. So Zeug. Außerdem haben wir hier noch Flutlichtbrücken. Auch noch ein neues Element, was vorhin in der einen Testkammer nicht vorgekommen ist. Und wie gesagt, hier im Hub haben wir verschiedene Möglichkeiten, Testkammern zu spielen. Die Farben Orange und Blau bedeuten, wer welche Testkammer schon geschafft hat. Ja, und wir haben bis zu 5 so Testkammerbereiche, wo es mehrere Testkammern gibt. Und hier ist noch der nächste dann. Da hinten wäre einer noch. Und wir spielen jetzt einmal, hier seht ihr übrigens auch die Katapultplattform. Die müssen wir dann auch gleich benutzen, wenn wir zu 5 raufgehen. 5 müsste da oben sein. Weil wir spielen jetzt einfach mal die Testkammer. Ne, das war jetzt falsch. Ich gehe mal durch. Ich bin jetzt einfach mal die Testkammer 5 im Abschnitt 5. Jetzt müssen wir noch das Portal da oben hinschießen und dann können wir durch. Und werden rübergeschleudert zum Bereich 5 Bewegungsgele. Genau. Er kommt hier schon mit. Was auch lustig ist, wenn man dann irgendwas vom Kumpel hört oder so, dann geht seine komische Antenne da an. Hello, hi.
Jo. So, das kann man 5, wie gesagt. Und schon geht's los. Hier auch noch die kleine Ladesequenz. Da kann man den Kumpel nicht hören. Der hört mich dann auch nicht, selbstverständlich. Aber jetzt hört er mich wieder. Und mir zufallen wird. Da glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Meldet sich Claudus auch wieder. Geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das Level hier lösen. Also, wir haben hier auf jeden Fall mal Bewegungsskill. Dieses Orange, was wir auch vorhin schon gesehen haben. Da müssen wir auf jeden Fall. Achso, wolltest du schon machen? Ja, mach du. Ja. Genau, hier können wir schon mal was vollmatschen, auf jeden Fall. Damit wir hier so eine Rennstrecke auch wieder haben. Und dann kommt hier auf jeden Fall ein Würfel dann runter. Also einer muss auf jeden Fall drüben hin. Ich gehe mal rüber. Genau, zack. Und wenn jetzt hier wir den Knopf drücken, dann kommt so ein Würfel, den muss dann der Partner fangen. Und da bietet sich gleich mal die Countdown-Funktion an. Und dann mache ich die jetzt gleich mal auf 3, 2, 1 und dann kannst du den Würfel dann fangen. Jo. Gut? Jo. So. Ich muss ein bisschen früher. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu früh gedrückt. Nochmal. Okay. Also ich mache den Timer dann gleich nochmal. So. Ja, das war jetzt zu spät. Auch nicht. Mach einfach nochmal eine Seite. Ja, ja, klar. Nein, das ist schon mal sowas, wo man probieren muss. Okay, nochmal. Ja, jetzt bin ich irgendwo hängen geblieben. Ich hab die bloß da hinten ein bisschen gesehen, ja. Ja, nochmal zurück. Moment. So. Okay. Also, aber jetzt. Jawohl, perfekt. So, Würfel draufstellen und ab in den nächsten Bereich. So. Aber hier kommt jetzt eins der lustigsten Level auf jeden Fall. Da können wir gleich runterspringen, genau. Und da geht's weiter durch. Das ist das hier. Das ist mit die lustigste Testkammer. Da springen wir jetzt einfach mal gleich runter. Weil da hinten ist wieder unser Bewegungsgel. Und jetzt müssen wir schauen, dass du auf jeden Fall schon mal dahin gehst. Und dann muss ich die beiden Portale hier machen. Ah, ne, erst einmal müssen wir mit Gil alles vollmatschen, genau. Das ist immer die Hauptsache. So. Ist alles vollmatsch bei dir? Jo. Gut, mach trotzdem nochmal. Ja, es reicht eigentlich der eine Ding da. So, jetzt mach ich die beiden Portale hier, die müssten passen, oder? Jo, passt. Und jetzt muss ich mal schauen, ob wir noch irgendwann einen Knopf drücken müssen. Nein, weil jetzt rennt er hier so durch, genau. Jetzt muss ich dann schauen, dass ich das Portal umswitche im richtigen Moment, dass er dann so drüber. Aber es war jetzt falsch, weil ich das falsche Portal weggenommen habe. So, nochmal. So, und dann fliegt er hier so durch. Und hier? Stimmt, das haben wir vergessen. Wir müssen Bewegungsskill da hinten auch noch hinholen. Das, ja. Ja, wurscht, mach ich schnell. Irgendwas war da noch, genau. So, nochmal. Und dann können wir das da hinten auch kleiner machen. Und da muss ja eine zweite eben rauf. So, das reicht auf jeden Fall. Genau, du bist schon oben. Machen wir das ganze Spiel jetzt nochmal. Kannst durchrennen. Und dann passt es. Dann bist du hinten. Oh. Gehst auf den einen Schalter. Jetzt musst du meine Port. Jetzt muss ich erst dann auf. Dann kannst du schon mal die Portale setzen. Genau, dann renne ich einmal so durch. Und ich muss dann wie gesagt auf die andere Seite. Aber mit dem Rennen ist es ziemlich lustig. Boah. Das war jetzt, irgendwas hat er nicht so ganz geklappt. Nochmal.
Test, oder? So und so lang. Ja. So. Du musst. Warte, jetzt bin ich hängen geblieben. Warte nochmal. Ja, so. Etzela. Genau. Jetzt. Hä? Das haben die Stücke hat nicht gereicht. Ich tue nochmal Bewegungsskill hin, vielleicht liegt es da dann, keine Ahnung. Oh. Ich das nochmal schnell. Ja, am Schluss ist KG mehr drauf. Ja, sicher, sicher. So, jetzt aber. Jetzt muss klappen. So. Rennen wir wieder durch. Jo, jetzt sind wir drüben. Jawohl. Wir können uns beide auf den Schalter stellen. Und dann kommt der so ein Würfel. Und den müssen wir dann noch reinstellen. Und dann haben wir die Test. Na komm, das wäre scheiße. Ihr so, jetzt. Dann können wir wieder beide durch. Ja, und Gesten können wir auch zusammen machen. Zum Beispiel das Umarmen, da gibt es auch eine Errungenschaft dann wieder. Das war das hier. Ja. Oder auch so kleine Schauanlagen wie sowas hier gibt es dann noch. Das müsste das hier sein. Genau. Gibt es alles Mögliche. Und Coop hat er wie gesagt auch die bessere Wertung bekommen. Also von dem her macht es richtig Spaß. Gibt genug Testkammern. Und jo. So viel dann zum Coop-Modus. Daumen nach oben auf jeden Fall. Und ja, beste Geste. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. No self.